Vor euch liegt die Hauptstadt der Baronie Dergelheim. Dergelmund hat sich in den letzten Tagen stark verändert und binnen kleiner Zeit wurden zahlreiche Turnierzelte aufgestellt. Bunte Wimpel künden von den erwarteten Besuchern. Travigor von Wandlet hat das Erbe von Wulfbrand von Rosshagen angetreten und ihm zu Ehren hat die Junkerin Almadina von Binsböckel ein Turnier veranstaltet und den Adel der Mark geladen. Ihr könnt den Raben der Raben munter entdecken, das Haus Mühlingen und das Haus Luringen ist ebenso anwesend. Neben den saftigen Weiden mit den Obstbäumen stehen die Pferde und grasen zufrieden. Mit dem Flug wurde der Boden geebnet und allerlei Gaukler spielen jetzt bereits ihre Musik, hoffen auf ein paar milde Gaben. Wir schreiben Anfang Effort. Ihr könnt euch umblicken und seht die anderen Helden der Mark, die auf dem provisorischen Platz stehen, und könnt auf sie zutreten. Nun, Travigor, wie fühlt ihr euch als neu gekürter Baron? Natürlich vortrefflich. Alles ist vorbereitet. Ich denke, wir haben sämtliche Vorbereitungen getroffen. Die Zelte sind aufgebaut. Rationen sind da. Die Gäste sind geladen. Und Travigor, ich hörte unlängst davon, dass ihr nun zu einer neuen Ehe gekommen seid. Das war? Seid Baron? Ja, kaum zu glauben, nicht wahr? Also, ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich zu dieser Ehre gekommen bin, ehrlich gesagt. Meine besten Glückwünsche jedenfalls. Ich denke, es lasten nun einige Erwartungen auf euch, aber ihr werdet ihnen sicherlich gerecht werden. Hi, Adam. Es freut mich, euch wohl aufzusehen. Schön, dass ihr hier seid. Ah, Midas, mein Freund. Was treibt euch in diese, nun ja, verlassene Gegend? Nun, Geschäfte, das übliche eben. Wo der Herr Fexen mich besorgen möchte, da werde ich sein. Und wo meine Besorgungen mich hinführen, da werde ich sein. Nun ja, vielleicht könnt ihr Travigo etwas unter die Arme greifen. Er ist noch etwas, neu im dem Regierungsgeschäft, könnte man sagen. Ich muss auch zugeben, das sieht jetzt nicht so aus, aber ich kann alle Hilfe gebrauchen. Also ehrlich gesagt, ich glaube, das wird mir alles ein bisschen zu viel. Aber wenn das so ist, werde ich euch selbstverständlich gerne helfen. Wir stehen euch natürlich gern zur Verfügung in allen rechtlichen Dingen. Selbstverständlich. Und welchen besseren Rechtsbeistand als den Herrn Praios und den Herrn Fex kann es geben? Richtig, richtig, sehr gut, sehr gut. Runga, ihr seid auch wieder hier. Ja, Travigor. Ja, ich habe hier hingefunden und habe von dem Turnier gehört, das in euren Ehren stattfinden soll. Naja, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Selbstverständlich, also zu meinen Ehren und das wäre etwas übertrieben. Also die Baronie und deren Bewohner werden geehrt. Und natürlich ich als neuer Baron. Ja. Freut mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, Unga. Nun, ich war sowieso in der Mark unterwegs. Ronga legt jetzt seine kleine Tasche, mit der er gereist ist, auf den Boden, öffnet sie. Ein kleiner Kopf, der da vielleicht schon rausgelugt hat, er scheint sich jetzt vollkommen rauszulösen. Und ein Luchs, etwa 2 Spannen groß, relativ junges Tier, läuft jetzt neugierig über den Boden und schaut sich die Anwesenden an. Das ist aber eine große Katze. Die scheinen noch größer zu werden, zumindest die anderen Exemplare, die ich gesehen habe. Aber sie ist zahm, hoffe ich, oder? Bisher hatte ich mit ihr noch keine Probleme. Und einige Sachen habe ich ihr beigebracht. Ich habe die letzte Woche im Wald verbracht mit den gesamten Untoten. Den gesamten Untoten? Ihr pflegt merkwürdige Gesellschaft. Nun, man muss auf sich achten. Ich habe Fallen aufgestellt, um mein Lager zu beschützen und um zu schauen, wie der Lux darauf reagiert. Die haben einen sehr guten Instinkt für Gefahren. Ah,
Ah, das ist ein Luchs. Ich kenne mich nicht mit Tieren aus. Ich habe noch nie einen. Oh. Nun, ich hätte ihn für eine große Katze gehalten. Aber wenn ihr das sagt, ihr scheint euch wohl damit auszukennen. Freut mich jedenfalls, Midas mein Name. Ich bin Ronga. Ja, Ronga, während ihr euch da unterhaltet, kannst du erkennen, wie da wohl jemand hier über den Zeltplatz stolpert. Seine Augen sind so ein bisschen rot, als ob er vor einiger Zeit mehrmals geweint hätte, seine Tränensäcke geschwollen. Ein Bauer. Du kannst ihn erkennen, du hattest vor einiger Zeit mal das Vergnügen mit ihm, als du dich um die Bestie im Roten Wald gekümmert hattest. Ja, Heldan würde da über den Platz stolpern und seinen Hut hat er inzwischen in der Hand und den würde er auch immer fleißig kneten und er sieht ein bisschen verloren aus und seine Schuhe sind auch dreckig. Und dann schaut er sich immer wieder um und kennt aber niemanden. Und dann würde er auf Ronga zulaufen. Entschuldigung? Wisst ihr noch, wer ich bin? Ihr seid der Bauer, natürlich. Ja. Rogel ist dein Name, richtig? Ja. Ich bin irgendwie. Bauer, gestrandet. Sprich doch. Du Scheiß. Also ich wollte nur kurz über den Flur. Ich wollte auf der anderen Seite angeln, wisst ihr? Und die auf unserer Seite ist nicht gut. Und dann haben die unser Boot geklaut. Ganz ruhig. Über welchen Fluss? Wo ist das geschehen? Ihr seid über die Berge übergesetzt. Ja, mit einer Fischerfamilie. Das sind sehr, sehr, sehr gute Nachbarn. Ja, ja. Aber jetzt ist das Boot weg. Und jetzt komme ich irgendwie nicht wieder zurück. Und sie auch nicht. Aber sie haben gesagt, sie kriegen das vielleicht hin. Und jetzt bin ich hier. Nun, ein guter Bauer, wo kommt ihr denn her? Genau. Ja, von, und er würde in eine Richtung zeigen, von da. Also. Hat das da einen Namen? Einen Ort? Ja, jetzt fragt ihr mich, Ochsenweide da aus der Richtung. Kennt ihr da? Das ist sehr schön da. Wir haben viele Rinder. Ihr seid weit weg von eurem Zuhause. Ja, ich bin auch schon viel gelaufen. Und ehrlich gesagt. Ich bin hier hingekommen, weil ich habe gehört, hier würde ein Kaviar-Baron sein und dann habe ich gehofft, er würde mir helfen, weil sonst will mir keiner helfen. Oh, das ehrt uns natürlich besonders, dass ihr den weiten Weg zu uns gefunden habt, um dem Turnier beizuwohnen und um Baronie und mich als neuen Baron zu ehren. Du merkst auf einmal, wie seine Augen ganz groß werden und er auf einmal eine Verbeugung hat. Das müssen wir jetzt vergessen. Ich habe ihn nicht erkannt. Also, ich bin da nicht so gut in so was. Ja, ich bin auch noch neu. Also, macht euch keine Sorgen bei Travia. Es sei euch verziehen. Jedenfalls, genau, ihr steht vor dem neuen Baron. Ritter, Baron Travigor von. Also so richtig offiziell ist das noch nicht, aber also ehemals von Wandlet, Ritter zum Schutz des Herd- und Heimfeuers zur Mahnung der Blutnacht zu Rommelis. Aber ihr könnt natürlich auch die Kurzfassung benutzen, wenn ihr euch das nicht merken könnt. Ich kann mir das nicht merken. Dies ist seine wohlgeborene Ritter Travigor. Machen wir es doch einfach. Das ist hilft, danke. Also vom Herdfeuerorden, so viel Zeit muss sein. Natürlich. Also, die haben diese alte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, vielleicht kennt ihr die ja. Ihr seht sehr priotisch, vielleicht kennt ihr die ja. Eine alte Bandstrahlerfestung, da sitzen jetzt die Piraten, die unser Boot geklaut haben. Und, Richtig, euer Gnaden Priodo, da war doch was, das haben wir doch auch herausgefunden, oder? Ja, wie es scheint, ist diese Bandstrahlerfestung jetzt im Besitz dieser Dergelhaie, dieser Räuberbande. Sie hat aber in einer Bandstrahlerfestung. Nun ja, sie haben sich anscheinend dieser widerrechtlich angeeignet. Welch merkwürdige Wege das Schicksal manchmal geht. Gibt's hier denn noch eine andere Bandstrahlerfeste als dieses Auralet? Nun, der Orden ist verteilt.
über die gesamte Mark. Aber wie werden sie ihn dann wieder entreißen? Es kann nicht sein, dass Räuber Priles Besitztümer in Beschlag nehmen. Verzeiht, Herr Baron. Herr Baron, ich wollte nicht unterbrechen. Der Mann, offensichtlich ein Schreiber mit einer großen Gänsefeder in der Hand, verbeugt sich vor dir. Mein Name ist Falex von Hohenhof. Ich hatte mich noch nicht vorgestellt bei euch. Darf ich euch kurz mitteilen, wen wir mittlerweile eingetragen haben? Ja, selbstverständlich. Hab Dank. Also Zweikampf mit Schwert und Schild ist mittlerweile voll. Wir haben den Kampfwaffen zu zwei Händen, Bogenschießen und Geländelauf, Baumstamm werfen, Messer werfen und das Gestech. Ich kann euch natürlich die Liste hier mal geben. Namhafte Personen, die aktuell anwesend sind, der Ritterkönig ist hier, Danus von Luring, Ugo von Mühling, der Marschall, der von Garetien, auch wenn einige ihn den Blutigen nennen, aber ich habe hier erstmal nur von Mühling eingetragen. Griffburger von Auralet ist anwesend. Das ist eine Bandstrahlerin, die mittlerweile einige Bekanntheit bekommen hat. Und Herr Graf Barnhelm von Rabenmund, das ist der Sohn von Answin von Rabenmund, beziehungsweise der Vater von Answin, dem Jüngeren. Dann haben wir den Stahlherz, Alwan von Unterallertissen und Laho von Dragenfels ist anwesend. Der Baron von Mardershöhe, beziehungsweise der Junker von der Baronie Mardershöhe. Seid ihr Herr Schreiber? Ja. Also das werden doch dann hoffentlich wohl alle sein. Also ich habe keine Ahnung, ihr müsst mal Almadina fragen. Zeigt mir die Liste einmal. Das ist schon richtig. Wie kann ich euch helfen? Was ist denn dieser Geländelauf, von dem ihr spricht? Ich habe schon einigen Turnieren in Gareth beigewohnt, aber so etwas mir bisher noch nicht unter die Ohren. Nun, eine besondere Idee, die sich die Junkerin ausgedacht hat. Wir feiern das Leben von unserem Baron Herrn Travigor. Und dazu kann ein jeder, egal von welchem Stande er ist, mitmachen. Auch das Baumstammwerfen steht jedem zu, aber ich glaube, das ist etwas für niedrigeren Pöbel, sag ich einfach mal, von niederem Sozialstatus. Es geht dabei darum, dass ihr, lasst mich einmal auf die Liste stehen, es beginnt in Romeles und führt dann von Andergast nach Aranien, beziehungsweise auf die Oronische Halbinsel und von dort aus nach Binsbirkel. Man besiegt den Gulenfürst und kann dann, nachdem man sich den Titel Gulenschlechter erworben hat, über die Dergel schwimmen und wird zum Baron gekürt. Zumindest rein fiktiv. Es geht dabei, dass das Leben von Ritter Travigor, von Baron Travigor abgebildet wird. Ah, es ist ein Schauspiel, eine Posse. Ja, so kann man sagen. Ah. Ja. Wollt ihr euch auch eintragen? Ungefährlich. Aber nun, wir haben es schon mehr entschärft, als es eigentlich sein sollte. Also ich bin bei der Planung auch nur bedingt beteiligt, muss ich zugeben. Das klingt doch alles sehr verheißungsvoll. Nun, wenn ihr mögt, wir haben noch Platz. Ihr könnt euch gerne einschreiben. Was gibt es denn zu gewinnen? Das darf ich noch nicht sagen. Das ist eine Überraschung. Nun, eine Überraschung. Das ist doch ein famoser Preis für den Herrn Fix. Ich werde in der Tat teilnehmen. Wenn ich hier schon mal mit der Liste hier bin. Noch irgendjemand? Jetzt beim diesem Hindernislauf nach der Tiers. Genau. Ein Spaß für Jung und Alt. Warum nicht? Irgendwer muss es den anderen ja vormachen. Nun, wie gesagt, ein Ritter von edlem Geblüt könnte natürlich auch beim Gestech mitmachen, beim Lanzengang, aber wenn ich mir überlege, wir können uns zwar keine Pferde stellen, wohl aber die Lanzen. Wenn ihr ein Krieger seid oder wie gesagt ein Adliger, dann würde das ebenso gehen. Nun, wie ist das eigentlich? Darf ich auch teilnehmen? Selbstverständlich. Ihr habt natürlich dann euer Leben, aber ich glaube, es wird sogar fast von euch erwartet, dass ihr das Ganze gewinnt. Immerhin, es ist euer Leben und zahlreiche Heldentaten, die ihr vollbracht habt, die hier abgefragt werden, beherrscht ihr natürlich im Schlafe. Das wäre ein bisschen unfair, oder? Also vielleicht sollte ich mich doch eher zurückhalten, ich weiß ja nicht. Was sind denn die Quoten momentan? Gibt es bereits jemanden, der die Wetteinsätze verwaltet? Bisher werden viele auf den Baron selber schwören, sollte er denn selber mitmachen. Ansonsten natürlich Danus von Luring, der in fast allen Dingen gut, er wird selber bei dem Lauf auch mitmachen, habe ich wohl gehört.
Oh, nein. Ansonsten ist wohl auch dabei die Gruppe Saltatio Mortis und die werden wohl auch mit dabei sein. Fein, bei wem kann ich meine Einsätze platzieren? Das könnt ihr sicherlich auch bei mir machen. Ah, wunderbar. Dann lasst uns doch ein wenig abseits gehen und wir reden über die Quoten und... Herr Bandstrahler von Grauningen, Herr Hüter von Grauningen, wollt ihr ebenso mitmachen? Nein, es ziemt sich nicht. Ist die Rolle des Turnierüberwachers schon festgelegt? Wenn ihr mögt, könnt ihr euch natürlich ebenso eintragen, aber natürlich hat der Marschall dafür gesorgt, dass wir zahlreiche Leute haben, die aufpassen, dass es keine Magie gewirkt wird. Aber Priodua, jetzt gebt euch einen Ruck, es wäre doch ein wohl Prios gefälliges und gar fantastisches Geschehen, wenn ihr in Oron triumphieren würdet, nicht wahr? Nun, ich bin nicht sicher, ob sich das ziemt, mit dem gemeinen Volk nun auf einem Hindernisparcours einherzugehen. Wann habt ihr zuletzt ausgelassen gefeiert? Was meint ihr mit feiern? Also ausgelassen feiern, das wird nicht. Es wird immerhin mein Leben nachgespielt. Wann habt ihr zuletzt geziemt gefeiert? Ja. Wir haben ein Glas Weingruben, als ich diese Schriftrolle nun ja fertigte. Ist sehr ausgelassen, in der Tat. Nun ja, wie gesagt, ich bin ein Gelehrter und kein Hindernisläufer. Ich bin kein Jäger, kein Jägersmann. Nun, das bin ich auch nicht und noch nie nicht habe. Aber wie gesagt, es geht um das Leben von dem hochgeehrten Herrn Baron. Seine Heldentaten sollen nachvollzogen werden. Solltet ihr eine Schriftrolle anfertigen, dann müsst ihr quasi diesen Parcours absolviert haben. Wenn ihr sagt, es geht um mein Leben, das klingt etwas dramatischer, als ihr es wahrscheinlich meint. Also es geht nicht wirklich um Leben und Tod, oder? Verzeiht, nein, ich wollte euch nicht bedrohen, mein Herr. Ach, okay. Nein, es geht um eure Autobiografie. So sagt man, glaube ich, auf Bosparano. Nun gut, dann werde ich teilnehmen, allein um die guten Sitten zu wahren und zu verhindern, dass sich manch einerlei ein Vorteil verschafft. Es soll schließlich alles mit rechten Dingen zugehen. Dann schaut der Schreiber mit seinem Zwicker, schiebt ihn sich so ein bisschen auf der Nase hin und her und guckt dann zu Bauer Rogel. Seid ihr ein Freund von dem Herrn Baron? Wollt ihr euch eben so eintragen? Natürlich ist er ein Freund von mir, selbstverständlich. Unterschrift ist da unten, oder? Ja, das kann ich auch für euch machen, wenn ihr mögt. Dann bitte, Herr Rogel. Rogel. Nur Mut, die Götter sind auf eurer Seite. Also ich finde das gut, dass wir alle teilnehmen. Ich denke, das ist auch so eine Gruppengeschichte, denn es ist ja nach meinen Erfahrungen und nach meinem Leben gesetzt. Von daher denke ich, wir können als Gruppe teilnehmen. Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Und dann finde ich gut, euer Gnaden, Priodur, dass ihr uns begleitet. Denn ich denke, es wäre gut, wenn unterwegs auch jemand dabei ist, der für Recht und Ordnung und für einen fairen Wettstreit sorgen kann. Und damit dieses nicht in eine Posse ausartet, ihr seid Baron. Es ist eine Posse. Dafür habt ihr euch gerade eingetragen. Ich habe eben noch gefragt. Es soll keine Posse werden. Es soll ein Gleichnis seines Lebens werden. Was ist eine Posse anderes als ein Gleichnis? Eine Posse ist ein Luststück, der Unterhaltung der Niederen dient. Das, ja, also ich muss auch sagen, ich finde auch wichtig, dass das nicht ins Alberne abweicht, sondern, naja, dass man sich nicht lustig macht über diese Queste. Ja. Ihr könnt dann sicherlich auch einige Geschichten von den jeweiligen Stationen erzählen, was ihr dort an Heldentaten erlebt habt, nicht wahr? Und wie jeder weiß, Helden reisen nie alleine, sondern immer in einer Gruppe. Richtig. Gemeinschaftlich mit seinen besten Freunden. Also gut, dann kommt Midas. Wir sprechen über die Wetteinsätze. Sehr gerne. So ja. Geht der Schreiber gemeinsam mit Midas ab.
Bauer Rogel, ihr könnt nicht schreiben, vermute ich. Du siehst, wie er ein bisschen sich kratzt. Also ich habe es schon mal probiert und mein Jutzzeichen kann ich erkennen. Also das da hinten zum Beispiel seine Schenke. Ach, macht dir nichts draus. Das wird überbewertet. Wollt ihr es lernen? Schreiben. Nein, es ist nicht überbewertet. Eine wichtige Fähigkeit, das Recht zu kennen und das Recht zu schreiben und lesen zu können. Also ich habe schon mal probiert, es mir beizubringen. Aber ihr müsst wissen, es gibt ganz schön viele Zeichen. Nun, habt ihr eure Erlaubnis eures Lehnsherrn, das Schreiben zu lernen? Also wir sind freie Bauern, aber ich kann euch nicht sagen, ob wir deswegen lesen dürfen, ehrlich gesagt. Also das müsstet ihr sie mal dann fragen, denke ich. Weiß ich nicht. Nun, wer war euer Lehnsherr? Ihr seid zwar ein freier Bauer, aber ihr befand euch bestimmt euer Leben Land, eures Herrn. Baronin Beregard von Raben und eine sehr nette Frau. Also habe ich gehört. Also ich spreche nicht oft mit ihr, also ich kann euch das nicht persönlich sagen, aber ich höre nur Gutes. Vogel, war das nicht diese Frau, die uns den Auftrag gegeben hat? Ja, aber da habe ich auch noch, da habe ich ja nicht viel mit ihr gesprochen und ich weiß auch nicht, wie sie sonst so ist. Aber da war sie sehr nett. Ja. Ich finde auf jeden Fall bemerkenswert, dass ihr euch entschieden habt, uns zu begleiten. Das finde ich wirklich gut und es gibt auch ein gutes Bild für unsere Gruppe, dass wir auch jemand der Unterschicht dabei haben. Ja, ich freue mich auch. Ach, in dem Vogel steckt mehr Mut, als ihr denkt. Ja. Hat sich schon einmal bewiesen. Da übertreibt ihr aber. Also ich stand hinter euch und ihr habt die ganzen Untoten umgebracht. Also ich stand da ja nur. Also kommt doch keine Untoten in eurem Leben vor, oder? Aber wenigstens bist du nicht weggelaufen, Vogel. Du hattest die Waffe in der Hand und du hast deinen Punkt verteidigt. Ihr habt einem Bauer eine Waffe gegeben? Meine Mistgabel. Ah, das ist ja keine Waffe, das ist ein Gegenstand, ein Werkzeug. So wollte ich es mal sehen, es ist eine schöne Mistgabel. Es ist ein Werkzeug. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Eigentlich nicht. Ihr wisst, Bauern dürfen keine Waffen tragen. Also mir hat noch nie einer eine gegeben. Also manchmal, wenn die Baronin die Männer aushebt, dann bekommen wir Waffen, aber auch nur so Speere, glaube ich. Ach so, das heißt, wenn ich sagen würde, ihr seid jetzt auserkoren, ein Büttel zu sein oder sowas in der Art, dann darf er das, oder? Dann müsst ihr ein Schreiben ausstellen und dass er eine Waffe tragen darf. Ach so. An wen denn? Ach so, an den Bauern. Ach so, ja. Sein Befehlshaber. Es sei denn, ihr wollt Rogel zu einem Befehlshaber nennen. Also ich habe von Krieg und so habe ich keine Ahnung, aber ich koche eine sehr gute Marmelade. Der Rogel ist ein guter Mann. Den solltet ihr einstellen, Tragvigor. Klingt danach. Ihr klingt danach, als ob ihr eine gute Preiostags-Schule genossen habt? Also, wir sind leider nicht immer... Also, ihr müsst wissen, also, die letzten Jahre waren hart und da mussten wir oft mal auf dem Feld arbeiten. Und die Preiostags-Schule hat auch ein bisschen nachgelassen, seitdem überall die Untoten sind. Und die Preiostgeweihten sind auch sehr beschäftigt. Und den Rest hat euch bestimmt euer Vater oder sowas beigebracht, oder? Ja, und meine Mutter ist eine sehr, also eine gelehrte Frau, aber sie weiß, wie man eine sehr gute Marmelade kocht. Vortrefflich. Also ich finde auch, diese öffentlichen Schulen sind ein wenig überbewertet. Meine Herren, wie mir eben gerade mitgeteilt worden ist, benötigen wir noch einen Namen. Ein Namen? Ja, sonst kann ich auf niemanden wetten. Achso, für unsere Gruppe, oder wie? Tat. Oh. Da ihr der Baron seid, Tragvigor, würde ich vorschlagen, ihr wählt einen klangvollen Namen aus. Wie wäre es mit die edlen Recken und Bauer Rogel? Das ist
Etwas despektierlich. Ach so, weil zudem etwas lang, nicht wahr? Etwas Schmissiges muss es sein. Ich muss zugeben, ich bin da nicht besonders kreativ. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag. Wie wäre es mit den silbernen Gänsen? Warum Silber? Nun, weil ich es als schön empfand. Es klingt schön und stellt euch einmal vor, wir nennen uns die grauen Gänse. Das klingt doch nicht so schön. Silber hat etwas Edles, aber eben nicht zu edel. Die Silbergänse, ja. Gefällt mir. Ah, ich dachte mir schon, dass es euch gefallen würde. Nun, dann wärt ihr, Havigor, denn bereit, uns als eure Silbergänse im Vorfeld ein paar Informationen zu geben zu euren Heldentaten, sodass wir wissen, worauf wir uns eingelassen haben und was uns erwartet? Selbstverständlich. Meint ihr jetzt gleich, oder? Nun, es wäre doch eine angenehme Atmosphäre, wenn wir uns alle zum Essen hinsetzen würden und gemütlich beieinander sitzen und ihr ein wenig erzählt. Das wäre ganz im Sinne eurer Göttin, nicht wahr? Ja, das können wir gerne machen. Ich weiß nur nicht, ob ich... Ich wollte auf jeden Fall nochmal mit der Junkerin sprechen, aber... Wir wollen uns irgendwo hinsetzen und einen trinken gehen. Das finde ich gut. Solange Ardo nicht da ist, Rogel, trinkst du mit mir. Moment. Ardo soll kommen? Das war mir neu. Nun, ich habe ihn schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Er wird sich hier wohl irgendwo in der Wildermark rumtreiben, aber ich denke nicht, dass ich ihn in nächster Zeit treffen werde. Oder dass wir ihn in nächster Zeit treffen werden. Klang so, als würdet ihr ihn hier erwarten. Nein, aber ich denke schon, dass wir ihn wiedersehen werden, solange wir uns hier befinden. Ich weiß nicht, ob ein Turnier was für ihn wäre. Na, vielleicht.